Ich warne vor kohlensäurenhaltigen Getränken, vor Softdrinks, vor gesüßten Getränken, vor, ja, gekauften Säften. Na, Alkohol und Kaffee natürlich, das ist das Schlimmste. Das belastet den Organismus mit Säure, mit Gift, mit Reizstoffen, schwächt das Immunsystem. Reines Wasser reinigt. Passt gut, das Wort dazu, rein. Es ist rein und reinigt den Körper von Giftstoffen. Ja? So, wenn wir schon bei den guten Lebensmitteln sind, dann wollen wir auch gleich zu den nicht so guten kommen. Was wollen wir denn meiden? Zucker. Das schwächt das Immunsystem. Das ist sogar in den medizinischen Zeitschriften. Zucker kann das Immunsystem so weit beeinträchtigen, dass infektiöse Krankheiten ein leichtes Spiel haben. Ja? Und an all jene, die so gerne Zucker und süße Sachen essen, ich habe es ja bereits mal erwähnt, versucht mal plötzlich keinen Zucker zu essen, weil ihr das jetzt gehört habt. Könnte sein, dass ihr Entzugserscheinungen habt, aber da muss man durchhalten, meine Lieben. Ja? Das sind harte Tage. Aber wenn man dann das durchhält, dann wird es immer und immer besser. Man überwindet die Zuckersucht. Ja? Wie steht es mit den Fetten und Ölen? Ja, was soll ich sagen? Margarine ist ungesund, Pflanzenöle, raffinierte Pflanzenöle sind ungesund und Schweineschmalz sowieso. Aber Leinöl, also aus dem Biohandel, falls denn Bio wirklich Bio ist, Leinöl, Hanföl, Olivenöl, Kokosöl, hervorragend. Ja? Und natürlich, wenn wir Junkfood essen, damit wird ja unsere Jugend vergiftet, sowieso McDonald's und so. Das ist ja alles, das hat ja alles System. Das trägt zur Degeneration und zur Bevölkerungsreduktion bei, denn dieser Junkfood, das macht ja das Immunsystem immer schwächer. Ja? Und natürlich das Fastfood, Kekse, Chips, Süßigkeiten, ja, Kuchen und so weiter natürlich. Alles, was aus der Retorte ist. Ja, das also besteht aus stark behandelten Zutaten, kann man nicht empfehlen. Und, da kommt es wieder, kocht es selber. Aber da sagt Jesus bereits, als man ihn fragt, Herr, was sollen wir essen? Sagt Jesus, nichts, was heißer ist als die Temperatur eures Leibes, als die Hitze eures Leibes, sagte er. Ja, na was ist die denn, 37 Grad, nicht? Ja, wie sollen wir da unser Brot backen, fragen sie. Da sagt er, am Licht der Sonne. Das sind die Fladen, die sie auf den Steinen getan haben, auf die heißen Steine. Und so weiter und so weiter. Naja, aber wer kann schon heute danach leben? Richtet sich die Natur danach, ob wir etwas können oder nicht? Wenn wir es haben so weit kommen lassen? Für viele, die das hören, die werden ihr Leben radikal umstellen. Das mag sogar bis in die Beziehung hineinreichen und da Störungen verursachen. Ist nichtsdestotrotz meine Pflicht, das zu sagen. Auch ich lebe nicht immer nach dem, was ich hier sage. Aber das ändert ja nichts an der Richtigkeit der Sache. Im Gegenteil. Wir können unser Immunsystem stärken, indem wir einen neuen Lebensstil entwickeln. Vitalstoffreich, gesund, ja? Und dann natürlich geht das Übergewicht automatisch weg. Denn Übergewicht schwächt das Immunsystem. Übergewichtige haben eine stärkere Neigung zu Krankheiten. Ja? Ihr Immunsystem kann Infektionen nicht so abwehren wie bei Leuten mit Normalgewicht. Schlafen ist ganz wichtig, meine Lieben. Bei geöffneten Fenstern, wenn es geht, schlafen. Der Astralkörper löst sich, kann sich ätherisch astral reinigen, die hohen Schwingungen in den physischen Körper bringen am nächsten Tag und man fühlt sich frischer. Bewegung ist auch wichtig, weil wenn wir uns bewegen, dann lösen wir die Schlacken aus dem Körper. Ja? Meidet so gut es geht und so oft es geht Medikamente aller Art. Sie setzen die Zahl der weißen Blutkörperchen herab, schwächen das Immunsystem. Also, alle Arten von Medikamenten, zum Beispiel gegen zu hohen Blutdruck
oder Antibiotika, Antidepressiva, Schmerzmittel und so weiter. Soll man meiden. Ja, also wird ein Depressiver sagen, ich bin doch depressiv. Ich brauche doch meine Antidepressiva. Nee, die brauchst du nicht. Du brauchst was ganz anderes. Du brauchst die Lehre oder jemand, der dich mit der Lehre in Verbindung bringt. Du brauchst Reinigung des Körpers. Du brauchst Heilfasten. Die größten Depressionen entstehen in vergifteten Körpern, meine Lieben. Mit dem Verschwinden des Giftes geht auch das Psychische weg. Und die schlechten Erinnerungen oder was man auch immer erlitten haben mag, hat dann nicht mehr so großen schwingungsmäßigen Einfluss. Und die Depression verschwindet, weil die Struktur des Körpers durch die Entgiftung schwingungsmäßig höher wird und uns für obere, höhere monadische Kräfte freimacht, die dann des Weiteren heilend wirken. Natürlich soll man Stress vermeiden. Tja, wer kann das, ja? Einer, der sich gesund ernährt, meine Lieben, der diese diesen Vorschlägen folgt oder sie befolgt, bei dem, ich habe es bereits erwähnt, wird es wahrscheinlich unausweichlich sein, dass er genau das, was ihm Stress bereitete, sei es der Beruf oder die Beziehung, irgendwann aufgeben wird. Was ist nun ein besonderes Stärkungsmittel für das Immunsystem? Meditation. Wenn wir nur da liegen oder da sitzen und beobachten und völlig loslassen, dann erlauben wir dem Körper und auch den ätherischen Hüllen, das zu tun, was zu tun ist. Wir müssen also beiseite treten. Das ist ein ganz großer Heiler, ist die Meditation. Tägliche Meditation oder Entspannungstechnik. Das stärkt das Immunsystem sehr. Denn es ist ein Stressvermeider. Wir wissen, dass Stress wie ein lautloser Killer wirkt. Und ich habe es gesagt, wenn wir unsere Ernährungsweise und unsere Lebensweise ändern, dann wird dies auch eine Veränderung unserer Betätigung, unserer beruflichen Betätigung zur Folge haben. Und natürlich auch, wie bereits gesagt, ja, unseres gesamten Lebensstils. Da mag dann auch die Beziehung dazugehören. Da müssen wir dann wissen, was wollen wir? Einen ungesunden Lebenswandel weiterführen und die Beziehung, um die Beziehung nicht zu stören oder denken wir ein bisschen auch mit gesundem Egoismus an uns selbst und leben so, dass wir auch gesund wiedergeboren werden. Von Nirvana rede ich hier noch gar nicht. Ja? Dazu ist eben dann das Buch des Lichts da, damit wir zugleich unser Schwingungspotenzial erhöhen, auch durch die Meditation und die Mantra. Krankmachende Bakterien und irgendwelche Gifte haben eine niedere Schwingungszahl. Wenn wir die Gesamtschwingungszahl unseres Körpers erhöhen, es genügt auch schon, wenn wir manchmal die Mantra summen oder singen oder denken oder uns anhören oder sie selber einfach aussprechen, leicht singen, Om Mani, oder fast sprechen nur, Om Mani Padme Hum, 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 Om. Ihr seht ja auf unserer Glücksabteilung, da wie das Wort Om zu großem Glück führen kann. Wenn wir nur Om sprechen und lassen es bis den ganzen Kopf ausfüllen, ja, bis es oben wieder rauskommt aus dem Kopf. Om, Om, und vorne durch die beiden Augen rauskommt. Om, also ich fange immer gleich an zu lachen, wenn ich das mache. Ja, das ist also wichtig, meine Lieben. Wir müssen einen gewissen gesunden Egoismus haben, denn wenn es nur das eine Leben gäbe, ach Gott, dann würde ich sagen, na ja, macht einfach, was ihr wollt, ja?
Esst, fress, sauft, wenn es euch gefällt oder macht sonst was. Es ist ja eh vorbei damit. Aber es ist doch nicht vorbei, meine Lieben. Und Krankheiten kommen doch alle wieder. Seht euch um. Das ist auch die wahre Bedeutung von sogenannten angeborenen Krankheiten, wo dann irgendwann das Kind die Eltern schuld macht. Ja, oder und sagt, ihr habt Schuld, anstatt in die Knie zu sinken und den Eltern Hände und Füße zu küssen. Dafür, dass man also, dass die Eltern einem die Möglichkeit geben, dieses Karma auszuleben, ja. Also große Heilmittel sind auch Ginseng, ne? Und ich habe immer gesagt, Schlangengift zur Stärkung des Immunsystems, naja, das ist natürlich eine Sache, die man mit der nötigen Vorsicht, denn Schlangengift per se ist ja als serale Behandlung, also als Gegengift, sehr wohl wirksam. Ich wäre aber sehr vorsichtig. Das kann man nur mit Experten machen. Da kann dann Gift mit Gift bekämpft werden, aber das muss man ja nur nicht unbedingt so weit führen. Also, seid alle beschützt und bis zum nächsten Mal.